Hi Leute, willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Channel und zwar zu Let's Play Lego Worlds. Dieses Projekt befindet sich noch in der Early Access Version auf Steam, das heißt, das Spiel ist noch nicht raus, es wird sich wahrscheinlich noch einiges tun und es wird wahrscheinlich auch noch einige Features dazu kommen, deswegen ist es auch noch kein regelmäßiges Projekt. Es wird immer wieder Videos dazu geben, ich werde jetzt auch am Anfang erstmal ein paar Parts machen, denke ich mal, aber es kann auch sein, dass das Projekt dann irgendwann mal pausiert wird und wir bis zum nächsten Update abwarten, dann weitermachen und so weiter und so fort. Also es wird kein regelmäßiges Projekt werden. Aber wir werden uns das auf jeden Fall ab und zu mal anschauen, denn Lego Worlds ist echt eine mega Sache. Wir schauen auf jeden Fall mal direkt rein, damit ihr euch das schon mal alles vorstellen kann. Am Anfang kann ich eine Sache sagen, und zwar Minecraft. Wer kennt es nicht? Eines der beliebtesten, größten Spiele des letzten Jahrzehnts und auch auf YouTube ab und zu mal vertreten. Viele Leute sehen den Erfolg von Minecraft darin, dass es halt quasi die Lego-Instinkte von Leuten wiedergerufen werden. Fast jeder ist mit Lego oder mit Playmobil aufgewachsen, mit einem von beiden, die meisten mit Lego. Und ja, dieses Zusammenbauen, dieses Selbsterschaffen, das hat quasi Minecraft wieder hervorgehoben. Und es gibt natürlich auch Lego-Videospiele, aber die Lego-Videospiele hatten den Nachteil, dass sie sich halt nicht wie Lego spielen lassen, sondern dass es halt einfach Spiele waren, in denen halt vieles oder in den neueren Spielen auch alles aus Lego gebaut war, aber man halt nicht selber viel bauen konnte und so weiter und so fort. Und das ist jetzt anders, denn wir haben hier quasi mit Lego Worlds ein Open-World-Spiel von Lego, in dem alles aus Lego besteht, wo man allerdings auch alles auseinanderbauen, zusammenbauen und machen kann, was man will, und viele neue Kreaturen, Reittiere, Fahrzeuge und was weiß ich alles sammeln kann. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, sondern selber bislang nur in Videos gesehen und starte deswegen einfach mal mit euch blind rein. Und ich bin mal komplett gespannt, was hier passieren wird. Name der Welt. Wir nennen die Welt natürlich unsere Let's Play-Welt. Wow, das ist ja, lässt sich ja super gut schreiben da. Wie kann ich da nur drei Buchstaben machen oder was? Irgendwie schreibt sich das gerade sehr komisch. Hallo? Mehr geht nicht. Ich habe hier unten, glaube ich, ein S dazu geschrieben. Fängt ja schon mal sehr gut an. Warte. Nein. So, ich muss Z drücken, damit Y kommt und Y drückt mit Z kommt. Also, ja, US-amerikanische Tastatur. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir nennen es einfach mal so. Das ist so ein Let's Play-Welt jetzt rein mit ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, was da gerade los war. Ich habe einfach nur Let's Play auf meiner Tastatur hingegeben und plötzlich hat der andauernd die Zeilen geschwungen. Aber wir starten jetzt in der Welt. Man startet quasi von oben, fliegt nach unten und steuert quasi so auf die Welt zu, was schon ein super geiler Effekt ist, wie ich finde. Und so landen wir teilweise hier im Wasser. Und wie ihr seht, auch die Animation und so, da fliegen kleine Lego-Kügelchen zur Seite. Die Steuerung kenne ich selber auch noch nicht. Also müssen wir kurz durchlesen. Also bewegen mit WASD ist klar. Linkstaste gedrückt halten. Oder Linkstaste gedrückt halten. Ach du Kacke. Okay, Kamera drehen, Rechtsklick und gedrückt halten. Okay. Springen mit der Leertaste. Was auch eine coole Animation ist. Wow, das war gerade, glaube ich, ein Double Jump oder. Das ist ziemlich, ziemlich detailliert. Das finde ich total super. Springen mit Leertaste oder Rechtsklick gedrückt halten. Wird Rechtsklick gedrückt halten? Da passiert bei mir aber was anderes. Egal. Springen, ja bla, Aktion mit F. Da können wir momentan nicht viel machen. Fähigkeit interagieren mit E. Können wir momentan auch nichts machen. Und Kamera zentrieren ist mit R. Alles klar. Das sollte dann reichen. Kannst bitte weg. Okay, das mit der rechten Maustaste gedrückt halten, um den Bildschirm zu drehen, ist für mich neu. Und was auch neu ist, ist, dass wir quasi, egal was wir finden, wir schalten alles frei. Soweit kann ich euch schon mal sagen. Wir haben hier oben eine ganze Menge an verschiedenen Möglichkeiten, die wir machen können. Beispielsweise können wir Lego-Style-mäßig hier einfach bauen, was wir wollen. Wir können uns hier eine Farbe aussuchen, welche Farbe unser Objekt haben soll. Wenn wir zum Beispiel hier einen schwarz-weißen... Warum gibt es denn hier zweifarbige Steine? Ach, die wechseln quasi die Farbe. Okay, das ist auch ganz cool. Aber wir nehmen jetzt hier zum Beispiel einfach mal so einen hellblauen Stein und sagen, wir wollen jetzt so einen Nöppel hier haben oder wollen jetzt beispielsweise, was nehmen wir denn hier, so eine Wand. Dann setzen wir die hin, können das quasi einfach hinbauen, wie wir wollen. Das ist vollkommen egal, wir können das Ding drehen. Das funktioniert auch wunderbar einwandfrei. Wir können quasi die Farbe nochmal nachträglich wechseln. Wir können auch alles, was hier bereits in der Welt ist, quasi ummalen. Wir können quasi machen, was wir wollen. Was ist das hier? Achse feststellen. Also quasi... Okay.
Hier können wir den Steinwegert nochmal drehen. Hier können wir das Ding verlassen. Hier können wir Sachen rückgängig machen. Das geht natürlich auch wunderbar, damit wir hier wieder alles in Normalzustand versetzen. Und das funktioniert quasi, wie man es machen will. Man kann auch Sachen auswählen, dass man dann quasi Sachen gleichzeitig anmalt. Oder man kann auch sagen, dass die Steine nicht überschneiden dürfen, wie es halt im echten Lego ist. Und so weiter und so fort. Man kann hier quasi Lego-mäßig alles zusammenbauen, was man möchte. Es gibt aber halt auch noch den Werkzeugmodus quasi, wo man sich das Gelände, was hier schon ist, quasi selber bearbeiten kann, wie man möchte. So ein bisschen Creative-Modus kann man das sagen. Wir können jetzt hier beispielsweise einfach mal so ein Viereck, das wir hier ausgewählt haben, einfach mal so hinplatzieren, wenn wir wollen. Wir können zum Beispiel aber auch Kreisrunde vormachen und die einfach mal hier hinplatzieren, wenn wir wollen. Wir können auch beispielsweise auf was anderes gehen und sagen, Gelände entfernen. Dann entfernen wir hier einfach mal kreisrund was. Was wir wollen. Das können wir auch alles machen. Da ist uns keine Grenze gesetzt. Zusätzlich können wir auch abflachen. Dass wir dann sagen, okay, wir wollen das Ganze jetzt hier ein bisschen gerader haben. Flachen wir hier einfach das Gebiet ein bisschen ab und haben dann quasi einen geraderen Untergrund. Das kann man natürlich auch kreisförmig machen und so weiter und so fort. Was kann man noch alles machen? Wir können beispielsweise glätten. Dann machen wir zum Beispiel irgendwelche Schrägen wie hier. Sorgen wir halt dafür, dass die nicht mehr ganz so schräg sind. Also, es gibt viele Sachen, die man machen kann. Man kann hier Gelände anheben, Gelände absenken. Man kann sogar Sachen auswählen und exportieren. Also wir können hier beispielsweise so einen Teil der Welt auswählen und dann sagen, so, das Ganze wollen wir jetzt kopieren. Und den Teil setzen wir dann quasi woanders wieder hin. Dann braucht er einen Moment, kopiert er quasi die Ebene, die wir ausgewählt haben. Das könnten wir, das ist natürlich hier mit dem Boden schwer zu sehen. Deswegen lassen wir es auch mal kurz. Wir können hier beispielsweise, wie gesagt, diese Ebene, die wir jetzt gerade ausgewählt haben, wir können hier beispielsweise auch den Baum auswählen. Und so weiter und so fort. Wir können hier die ganze Menge machen. Und wie ihr seht, schalten wir andauernd Sachen frei. Das heißt, sobald wir uns irgendwelchen Dingen nähern, wie zum Beispiel diesen kleinen Blumen, wie diesen Sträuchern, dann schalten wir das quasi alles frei und können das alles selber bauen. Das ist natürlich hier in diesem Creative-Modus, nenne ich ihn mal, natürlich nicht ganz so praktisch. Hier kann man dann zum Beispiel unseren Charakter bearbeiten. Wir können unseren Hut absetzen und aufsetzen. Wir können unsere Sache ändern. Am Anfang haben wir nur einen Charakter freigeschaltet. Man kann tausende verschiedene Lego-Charaktere freischalten. Das werden wir alles noch im Let's Play sehen. Man kann hier wie gesagt drei Tiere, da haben wir auch noch keine freigeschaltet. Fahrzeuge haben wir noch keine freigeschaltet. Kann man aber alles bauen. Hier Steinsets gibt es welche von Anfang an. Da kann man quasi einfach so einen Baum irgendwo hinsetzen, wo man möchte. Einfach so ein Schloss hinsetzen, wo man möchte. Eine Wolke, irgendwelche vulkanische Zacken, ein Wildwestgebäude und so weiter und so fort. Hier gibt es einige Sachen, die schon von vornherein freigeschaltet sind, aber es gibt auch einige Sachen, die muss man halt selber erstmal entdecken. Und wenn man sie halt quasi auf der Welt entdeckt hat, dann freischaltet man sie frei und kann sie dann selber irgendwo bauen. Wie jetzt zum Beispiel die Blumen, die wir gerade gefunden haben. Wir sind hier ein bisschen rumgeflogen und haben quasi Blumensträucher und so weiter gefunden, können uns das jetzt kaufen für 250 die Lego-Stern-Dingens, also die Währung, die auch in Lego spielen ist. Wir haben bislang null, das heißt, wir können uns auch noch nichts kaufen. Aber ja, man findet hier wohl relativ schnell Geld, so wie ich das gefunden habe. Halt durch alles Mögliche, man mit Sachen interagieren, Gegner besiegen und so weiter und so fort, bekommt man überall halt diese Lego-Währung dazu, mit dem man sich ja halt quasi Sachen kauft. Die kauft man sich einmalig und kann die dann hinplatzieren. Das ist wunderbar. Wie gesagt, wir haben bislang auch einmal unseren eigenen Charakter, den Forscher und die Paläontologin. Und das hier ist, glaube ich, Sets. Solange ich das verstanden habe, bedeuten Sets, dass wenn man im Laden eine Packung Lego kauft, also quasi im Real Life, eine Packung Lego im Laden kauft, dann wird in Zukunft dort ein kleiner Code beiliegen. Das ist natürlich nur bei Sets, die quasi das hier unterstützen. Und diesen Code kann man dann hier eingeben in Lego World und dann kann man quasi das Set, was man sich im echten Lego-Laden gekauft hat, hier in der Welt freischalten. Was ich unglaublich interessant finde. Und eine super Idee. Ich bin jetzt nicht so der Lego-Käufer, aber für andere Leute, die wirklich viel Lego kaufen, ist das, glaube ich, eine mega gute Sache. Und da kann man eine ganze Menge mit anstellen. Wie gesagt, wir laufen hier einfach mal ein bisschen rum. Und dieses Grundstück schalten wir frei und dieses Grundstück schalten wir frei. Was können wir mit der Kuh hier machen? Die können wir quasi draufspringen und schon haben wir die Landkreatur freigeschaltet, den Bullen. Wie hat es die bewegen? Kamera drehen, springen, angreifen. Absteigen, okay. Ja, und damit haben wir jetzt, wie gesagt, quasi unser erstes Reiter hier freigeschaltet, der Bullen, der alles kaputt reitet, wenn man wogegen fährt, gegen rennt und so weiter und so fort. Wenn man hier was kaputt macht, kriegt man hier auch diese Lego-Steinchen, diese Währung, von der ich eben sprach, und damit kann man sich dann, wie gesagt, die Sachen auch kaufen.
Und so haben wir zum Beispiel unser erstes Reittier freigeschaltet. Darum wird es, glaube ich, in die ersten Parts auch erstmal gehen, bevor wir uns irgendwie anfangen, irgendwas zu bauen. Werden wir erstmal die Welt erkunden, erstmal versuchen, was Neues zu entdecken, was Spannendes zu entdecken und dann halt versuchen, irgendwas zu bauen. Ich muss von vorhin dann schon mal sagen, dass ich unglaublich schlecht in Sachen bauen bin. Also, das habe ich damals schon ohne Anleitung nichts hingekriegt. Aber, naja, vielleicht kann uns diese ganzen Vorlagen hier ein bisschen was helfen. Hier haben wir unser erstes Fahrzeug. Der Trecker, der ist jetzt nicht unbedingt der schnellste, aber wir haben ihn zumindest. Mit dem fahren wir hier dann ein bisschen durch die Gegend. Können wir den Baum hier nicht auch freischalten? Schade. Hätte ich gut gefunden. Was haben wir denn da? Irgendwelche Zäune. Wie gesagt, die ersten Parts natürlich erstmal, du schaltest an 2 Meter irgendwas frei. Es gibt auch verschiedene Gebirge. Wir sind jetzt hier, glaube ich, gerade in so einer Art Wüstensteppendingens. Es gibt auch Eislandschaften und Wälder und irgendwelche Zuckerwattewelten und Wolkenwelten und so weiter und so fort. Es gibt ganz viel zu entdecken. Und wir fangen hier gerade erst an mit unserem Abenteuer und schnappen uns jetzt zum Beispiel diesen Baum hier. Wenn die Kamera so ein bisschen wegschweift und quasi auf den Baum zentriert, dann heißt es, wir haben etwas Neues entdeckt. Und das wird somit dann auch neu freigeschaltet. Schnappen wir uns das, aber erstmal, wie gesagt, laufen wir hier mal so ein bisschen rum und gucken uns mal um. Da oben war, glaube ich, irgendwas drauf, da hat irgendwas geglänzt. Die Frage ist, kommen wir da auch hoch? Ja, wir können klettern. Und das scheint eine Truhe zu sein. Und es gibt ja auch Items, die man sammeln kann, davon habe ich schon gehört. Was haben wir denn hier in der Truhe? Die Kamera ist gerade ein bisschen schlecht, deswegen sehe ich nicht, was wir in der Truhe haben. Und was haben wir gerade bekommen? Hier in unserem Inventar. Eine Pistole. Na, dann wählen wir die doch gleich mal aus. Und schon haben wir eine richtige Waffe hier. Das ist doch schon mal super. Herzen haben wir da oben auch. 4 Stück. Das heißt, wir können theoretisch auch sterben. Sterben ist allerdings ziemlich irrelevant. Das Einzige, was... Oh, ein Pferd. Das Einzige, was man durch Sterben quasi ja, negativ bekommt, ist, dass man ein bisschen Geld verliert. Aber ansonsten ist Sterben nicht ganz so schlimm. Man spawnt halt instant direkt wieder. Okay, Pferd ist eine coole Sache, aber das U-Boot, da möchte ich natürlich auch direkt freischalten, wenn wir hier schon was sind. Ein Kritikpunkt, was man bislang am Spiel sagen kann, ist, man findet alles noch zu schnell. Also es ist noch keine Herausforderung, was zu finden. Und welche total special Sachen wie ein Riesendrache oder irgendwas anderes. Oh, das Ding ist schnell. Man findet es alles zu schnell. Aber es ist ja auch noch ein Early Access. Da wird man sich sicherlich noch irgendwelche Möglichkeiten machen und Möglichkeiten finden, mit denen man das dann quasi ja etwas erschweren kann, Sachen zu finden. Aber momentan ist es halt noch so, dass es zu einfach ist. Steigen nochmal kurz auf das Pferd auf. Mit dem sind wir dann doch ein klein bisschen schneller unterwegs. Und schauen einfach mal, da oben ist noch ein Pferd auf dem Baum, okay. Was wir hier alles noch Schönes entdecken. Wie gesagt, die ersten Parts sind erstmal nur rumreiten. Ich glaube, da haben wir gerade einen neuen Baum-Varianten-Dingens freigeschaltet. Hier diese Kirschblütendinger zum Beispiel. Wir scheinen, glaube ich, gerade ein neues Gebiet zu kommen. Hier ist alles ein bisschen kirschblütenmäßig aufgebaut. Und die ganze Welt, wie ihr hier schon seht, besteht halt wirklich komplett von vorne bis hinten nur aus Legosteinen. Also es ist wirklich kein einziger Ort, der irgendwie aus einem nicht existierenden Legostein besteht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Sache. Und das hat, glaube ich, extrem viel Arbeit gekostet. Das so zu entwickeln, dass das auch noch als zufällige Welt ja quasi generiert wird. Das ist, glaube ich, eine Riesenarbeit gewesen. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, Lego Worlds ist jetzt mit nach dem Minecraft-Hype eigentlich etwas spät dran. Nachdem es Minecraft schon für jede Plattform gibt und so weiter und so fort. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nur aus dem Grund so spät dran ist, weil es einfach eine Riesenarbeit war, das alles hier zu programmieren. Dass es auch wirklich aussieht wie Lego. Oh, da vorne haben wir zum Beispiel jetzt gerade einen Ogre oder was das ist. Und genau hinter dem bin ich jetzt mal her. Denn dann kann ich euch das zeigen. Wir haben ja hier unsere Pistole. Scheint eine Eingeborene zu sein, das ist kein Ogre. Das ist eine Eingeborene. Und sobald man jemanden besiegt, schaltet man ihn frei. Und kann sich dann im Charakterauswahlbildschirm... Nee, warte, erstmal müssen wir sie kaufen. Zurück. Lass mich... Zurück? Da, zurück. So, erstmal müssen wir den Charakter natürlich kaufen. Ja, ist noch ein bisschen hakelig da oben das Menü. So, nee, wo war das? Da war das. Also, wir können jetzt quasi den Charakter kaufen für 1200. Die Höhlenbewohnerin machen wir einfach mal. Und wählen die dann noch aus und schon sehen wir halt wie die Höhlenbewohnerin aus. Und manche Charaktere haben tatsächlich spezielle Eigenheiten. Und alle haben andere Bewegungen.
und eigene Geräusche. Also es ist wirklich schon extrem umfangreich dafür, dass es sich hier noch um ein Early Access Spiel handelt. Und ich glaube, da wird noch echt was Großes draus werden. Ich hoffe es zumindest. Weil es halt echt interessant wirkt. Oh, da oben mal ein Gärtner. Ja, haben wir den wohl auch freigeschaltet. Moment, reicht es auch einfach, den Gegner zu berühren? Dann habe ich ihn umsonst gekillt. Egal. Vielleicht reicht es auch einfach, den Charakter zu berühren. Mit dem Archäologen war auf jeden Fall, wenn er so gesprungen ist und so weiter, hat er den Hut da so ein bisschen verloren. Also jeder Charakter hat seine eigene Animation. Die hier läuft zum Beispiel dann halt auch so ein bisschen gebückter, wie man es halt von so einem Höhlenmenschen gewohnt ist. Es ist echt umfangreich, an was man hier alles gedacht hat. Hier haben wir beispielsweise einen Helikopter. Oder ein Flugzeug heißt es offiziell. Abheben mit Leerzeichen, absenken mit STRG. Das werde ich hinkriegen. Und damit können wir uns hier ein bisschen besser umgucken. Warte mal. Ups, ich wollte es nicht kaputt machen. Oh, warte, das Geld will ich aber haben. Das können wir hier am Anfang noch gut gebrauchen. Das kriegt man auch noch ein bisschen hergeworfen. Also ich sag mal, so ganz gebalanced ist das Ganze hier noch nicht. Aber es gibt hier auch keine wirkliche Gefahr, wie zum Beispiel Monster oder sowas. Es gibt hier noch keine richtigen Kämpfe. Also man kann halt quasi gegen alles und jeden kämpfen, aber nichts ist wirklich fordernd, sage ich mal. Und ich glaube, da unten haben wir auch schon das OP-Ding gefunden. Was ist denn das da oben? Ist das eine Ziege? Das sind Ziegen. Ziege! Komm mal her. Ich will eine Ziege freischalten. So, was will man besseres als eine Höhlenbewohnerin, die auf einer Ziege reitet? Oh Gott, das sieht aber auch unglaublich gut aus. Wie gesagt, das ist so detailliert. Unglaublich genial, wie man sich da an dem Horn festhält und dann hier... Ah, oh, ich liebe es! Dieses Spiel ist so unglaublich detailliert, ich kann da stundenlang drin rumlaufen. Ich glaube, wir haben tatsächlich den OP-Wagen gefunden. Den kennt man auch schon aus Trailern, Screenshots und so weiter und so fort. Das Bohrfahrzeug. So, mit der Leertaste können wir Gelände graben. Was ist denn Lumsch? Lumsch gedrückt halten, nach oben graben? Lumsch? Ach, linke Umschalttaste. Oh Gott, Lumsch. Ja, geil. okay. Da sehen wir es nämlich. Warte, dann muss ich die Kamera mal wieder drehen. Ich komme da noch nicht so ganz drauf klar mit dem Umschalttaste. Wir machen jetzt den Bohrer an. Und können quasi uns einfach durch die komplette Welt durchbohren. Und man sieht hier bestimmt wirklich alles aus Legostein. Man baut auch alles ab. Und dieses Bohrfahrzeug zu finden, ist, oh Gott, aus hier. Ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man später irgendwie Terraforming oder eigene Höhlen bauen will oder sowas. Da ist es, glaube ich, extrem wichtig. Und gut, dass wir das jetzt schon gefunden haben. Wir sind ja, wie gesagt, am Anfang komplett am Erkunden. Ich habe noch nichts gesehen, ich habe noch nichts entdeckt. Und das hier scheint so ein Eisgebiet zu sein. Hier sind wir auch ein bisschen langsamer, rutschen drüber. Es ist wirklich schon viel, viel, viel Detailarbeit mit drin. Und es sieht, wie ich finde, auch unglaublich hübsch aus. Ah, da war die männliche Variante von uns. Renn doch nicht weg! Auch die KI ist so ein bisschen angepasst, also die Höhlenmenschen rennen halt eher weg. Und haben halt Angst vor wilden Fremden, sage ich mal, während der Gärtner da halt nicht so wirklich Angst hatte. Der kommt einfach auf uns zu. Da ist noch so ein Bohrfahrzeug. Also das muss man auf jeden Fall noch sagen, das spawnt alles noch ein bisschen zu häufig. Da muss man noch ein bisschen dran balancen. Aber das soll nicht unser Problem sein. Da haben wir ein Skelett. Das möchte ich auch gerne mal haben. Aber ich glaube, das ist ein Gegner, den muss man besiegen, damit man kommt. Jawohl, das hatte ich nämlich gesehen. Dass man das Skelett vorher besiegen muss, damit man es kriegt. Deswegen dachte ich, das wäre bei jedem Charakter so. Das Skelett ist tatsächlich auch eine, ja, sage ich mal, böse Gegnerart. Also das ist, sind tatsächlich welche, die etwas, uns etwas tun wollen und uns nicht einfach gewähren lassen. Aber die meisten sind halt doch friedlich, die hier rumlaufen. So, ich muss aber leider sagen, dass die Insel hier nicht wirklich sonderlich groß ist. Wir sind jetzt schon einmal rum. Es war eine relativ unspektakuläre Insel. Wir haben hier halt das Bohrfahrzeug und einen Helikopter und sowas gefunden. Das ist ja ganz cool. Aber ansonsten haben wir hier so ein Kirschblütengebiet und so ein Strandgebiet. Aber halt auch nicht mehr. Ich bin jetzt nochmal unterwegs und suchen wir uns am besten nochmal so einen Helikopter. Oh, warte, ist das ein Motorrad? Das ist ein Motorrad! Wir ein Motorrad haben. So, wie gesagt, die ersten Parts werden ganz, ganz, ganz klar ausgelegt sein auf... Okay, ich wollte eigentlich nicht auf das Motorrad steigen.
werden ganz klar ausgelegt sein auf Erkunden. Also wir werden hier alles mögliche erkunden, was wir finden können. Und wenn wir dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir erstmal genug gefunden, um jetzt aus dem ganzen Kram, was wir gebaut haben, was vernünftig, gefunden haben, was Vernünftiges bauen können, so. Wenn wir soweit sind, dann fangen wir an, uns halt irgendeine Stelle zu suchen, wo ich sagen werde, ja, hier ist... Hier soll unser Haus sein, hier soll unser Stützpunkt sein, da können wir dann anfangen, was Großes zu bauen. Auch mit den ganzen Vorlagen, die man hier findet, so geht das wahrscheinlich auch relativ schnell. Und da können wir uns aussuchen. Könnt ihr vielleicht auch in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten hättet. Vielleicht Vorschläge. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal ein paar Parts, in denen ich nur am Erkunden bin. Das heißt, ich kann eure Vorschläge natürlich auch direkt umsetzen. Und ihr könnt ja mal Vorschläge bringen. Also es gäbe natürlich irgendwelche Großstädte, die man bauen kann. Dafür sollte man natürlich erstmal sowas in der Art auch gefunden haben. Wäre, glaube ich, am schlauesten. Man kann natürlich irgendwelche Waldsiedlungen bauen mit Baumhäusern und Co. Man kann hier quasi alles machen, was man will. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und ich gucke dann, was ich davon als umsatzfähig ansehe. Also von dem ich sage, okay, ich sehe mich in der Lage, das umsetzen zu können. Okay. Da haben wir einen Eimer runtergehauen. Interessant, da haben wir irgendwie so ein Windmühlenrad. Ich könnte auch sagen, wir würden Bauernsiedlungen bauen, dass wir dann halt irgendwie versuchen, unterwegs irgendwelche Pflanzengärten und Co. zu finden und dann quasi so einen kleinen Bauernhof anzulegen mit den ganzen Tieren, die wir hier finden und Co. Es ist alles möglich. Da haben wir den nächsten NPC-Charakter freigeschaltet. In diesem Spiel sind eigentlich fast keine Grenzen aufgebunden und dadurch, dass man halt durch Lego, dass man sich in Laden kauft, halt auch noch zusätzlich, ja, in der Lage ist, dann halt auch noch die Sets direkt zu importieren, kann man natürlich dann noch unbegrenzter die quasi agieren. Ich weiß natürlich nicht, welche Rechte, weil das Spiel wird, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Entwickelt, wie ich das richtig mitbekommen habe. Und das bedeutet natürlich, ich glaube nicht, dass sie alle Rechte bekommen werden. Also ich bin mir relativ sicher, dass, obwohl, na, es gibt auch ein Lego Star Wars Spiel, aber ich bin mir trotzdem sicher, ob solche Sachen wie Herr der Ringe, Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars und sowas, ob das in dieses Spiel wirklich reinkommen wird. Also irgendwelche Lizenzsachen, die nicht direkt von Lego selbst stammen, weil halt einfach Lizenzprobleme da herrschen könnten. Aber, ja... Ich denke mal, dass viele Standard-Lego-Sets halt verfügbar sein werden und dass da halt die Auswahl dann auch schon ein bisschen in der Höhe. Hier kommt mit dem Motorrad nicht hin. Ich wollte eigentlich einen Helikopter wieder suchen und dann von der Insel weg, aber ich finde den nicht mehr. Vorhin hatte ich zwei entdeckt. Vielleicht ist die Insel doch ein bisschen größer, als ich am Anfang dachte. Aber hier ist alles so eintönig. Ich will was Neues finden. Hier gibt es auch keine wirklich spektakulären Sachen, muss man sagen. Vielleicht sollten wir welche hier hinsetzen. Oder warte. Noch viel schlauer als den Helikopter zu nehmen, der zwar fliegen kann, aber der war doch nicht so super schnell. Weil vielleicht ist es schlauer, jetzt nicht dieses U-Boot zu suchen, was wir da vorhin gefunden haben. Oder wisst ihr was? Wir kaufen uns das U-Boot einfach. Ja, wie viel kostet das? Hier 2500, easy. Kaufen und bauen. Okay, vielleicht hätte ich es im Wasser bauen sollen. Kann man mit dem U-Boot auch unter Wasser? Okay, irgendwas haben wir entdeckt, deswegen gehe ich mal in die Richtung. Tatsächlich, da hinten ist ein neues Land. Fahren wir da mal drauf zu. Du kannst weg, Menü. Aber mit dem U-Boot kann man wohl nicht tauchen. Das ist so ein komisches U-Boot, was nur an der Wasseroberfläche fahren kann. Oder habe ich irgendwas nicht gesehen? Nee, kann nur normal fahren. Hier ist aber wieder dieses komische Kirschblütenlandschaft-Dingens. Ich wollte was Neues finden, Mann. Gut. Schauen wir uns hier mal um. Vielleicht gibt es hier etwas Spektakuläres. Aber eigentlich haben wir das hier alles schon gesehen. Pferde kennen wir. Bäume kennen wir. Eingeborene kennen wir. Das ist nichts Neues. Ich will den Leuten gerade erklären, dass es hier unglaublich viele verschiedene Gebiete und vieles zu entdecken gibt. Ah, da hinten kommt ein neues Gebiet und wir finden die ganze Zeit nur dasselbe, wollte ich schon sagen. Aber da kommt so eine Art Canyon. Und da werden dann wahrscheinlich auch wieder neue Sachen zu finden sein. Wenn das Pferd jetzt noch schneller reiten könnte, dann wäre ich echt dankbar darüber. Ah, oh, wir sind tatsächlich jetzt in einem Western-Theme angelangt. Oh, ist da oben was drauf? Ist da fast so aus, als wenn da was drauf wäre. Oder ist das hier quasi eine Art Festung? Irgendwas ist hier doch eingelassen. Okay, das ist, glaube ich, noch ein bisschen verbuggt. Man kann da durchgucken. Sollte wohl eigentlich nicht so sein.
denke ich mal. Hier sind irgendwelche komischen Dinge eingelassen. Naja, ist wahrscheinlich einfach nur ein Turm und das sollte so ein bisschen die Strukturen darstellen. Aber hier finden wir auch schon... Oh, den müssen wir wohl besiegen. Um den freizuschalten. So, den ersten Cowboy oder was war das? Wenn wir uns hier schon im Westerngebiet aufhalten, dann möchte ich natürlich auch als Cowboy rumlaufen. Gesetzloser, alles klar. Dann sind wir jetzt ein Gesetzloser. Im wilden Westen. Wollen wir natürlich einen Kaktus haben, dann wollen wir hier sowas haben. Wollen wir hier diesen komischen Bullenschädel haben. Hier liegen noch Skelette am Boden. Wollen wir natürlich auch freigeschaltet haben, falls wir uns mal irgendwann eine Westernstadt bauen wollen. Das war quasi alles dafür Zugehörige auch in unserer Sammlung haben. Ja, was bist du hier? So ein Busch. Hat der gerade einen Schuss gehört? Oder ist das das Geräusch, was kommt, wenn man neue Sachen einsammelt? Ja, das ist das Ding, wenn du... Okay, alles klar. Wir sind Gesetzloser, da vorne scheint ein Cowboy zu sein. Ja, den kriegt man so. Und da haben wir dazu hier rechts noch... Was ist das denn? Ach, das ist unsere Spezialfähigkeit. Wie gesagt, manche Charaktere haben Spezialfähigkeiten. Wir als Gesetzloser haben wohl die Spezialfähigkeit, jederzeit dieses schwarze Pferd herzurufen. Okay, da haben wir eine weibliche. Was? Was wolltest du von mir? Blöd, dass du mit der linken Taste sowohl aufsteigt als auch schlägt. Ich sehe nichts. Da ist er. Das ist nämlich ein Problem, aber okay. Gut zu wissen, dass man mit diesen Banditen hier jederzeit ein Pferd zu sich rufen kann, aber die Pferde sind relativ langsam. Deswegen brauche ich die eigentlich auch nicht. Und ganz so spektakulär ist dieses Gebiet hier jetzt leider auch noch nicht. Da habe ich schon von Spannenderem gehört. Na gut, wenn man einmal etwas gekauft hat, dann kann man sich halt jederzeit kostenlos wieder kaufen. Und da wir jetzt schon einmal das U-Boot haben, holen wir uns einfach direkt Neues. Und starten da drüben hin. Jawohl, da gibt es was Neues. Genau da wollen wir hin. Was ist das hier unten eigentlich? Hä? Eine Art Touchscreen-Mode oder was? Dass man das auch auf Tablet spielen kann, dass man quasi einfach die da unten auf dem Touchscreen drückt hält und dann quasi automatisch geradeaus fährt. Kann sein. Muss aber auch nicht sein. Ich weiß nicht, wozu dieses Pedal da unten sonst gut ist. Fall ist, dass wir jetzt hier in eine Art Dschungelgebiet angekommen sind. Erstmal alles sammeln. Wie gesagt, die ersten Parts sind einfach nur rumlaufen und alles berühren, was es so gibt, um es freizuschalten. Und Vorschläge in den Kommentaren sammeln, was man sonst so machen könnte. Könnt ihr auch mal was anderes außer Pferde hierher bringen? Ich weiß, dass es sehr, sehr viele verschiedene Reittiere gibt und wir finden nur Pferde. Mann! Oh, warte. Das sieht cool aus. Das ist so eine alte Jägerhütte. Ist das tatsächlich schon was von dem Special-Kram? Es gibt ja, wie gesagt, in Gebieten kann random halt auch Special-Sachen spawnen. Da will ich natürlich irgendwie rein. Da ist eine Truhe quasi drin versteckt. Wir hatten ja im Anfangsgebiet auch schon eine Truhe gefunden. Ich würde die Hütte hier gerne haben. Die ist voll cool mit dem Schornstein oben drauf und so. Kamera, bitte. So, ja, da ist tatsächlich was drin. Da haben wir eine Truhe gefunden, die zweite von uns, und wir sehen wieder nicht, was es ist. Hallo? Kamera?